Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Mike Tyson hat Canelo Alvarez gedroht und viele, viele andere auch. Aber wir sprechen auf jeden Fall über Mike Tyson. Darüber hinaus auch ein Tyson Fury, der seine Meinung zu dem ganzen Beef mit Lionel Messi und Canelo abgegeben hat. Viele von euch haben es natürlich brennend interessiert, was da genau jetzt nochmal abgeht und was jetzt im Nachgang vielleicht nochmal dabei rauskommen wird. Darüber sprechen wir jetzt in diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Folgt mir auf Instagram, NoTimeMMA. Und darüber hinaus haben mich extrem viele gefragt, hey, wo kann ich am Wochenende den Kampf Tyson Fury gegen Derek Chisora gucken? Freunde, ich habe für euch die Antwort, und zwar bei Bild Plus. Der Link ist in der Kommentarsektion und ihr könnt euch jetzt mal kurz diesen Clip geben und dann wisst ihr ganz genau, wo ihr den Fight von Tyson Fury am Wochenende schauen könnt. Tyson Fury sagte hier zu diesem Beef über Lionel Messi und Canelo Alvarez folgendes. Messi muss die Nationalität von Canelo ganz klar und deutlich respektieren. Sowas hat er nicht zu machen, hat nicht auf ein Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft zu treten. Insofern völlig legitim, was Canelo macht, sagt er hier. Wenn er Welle macht, dann soll er einen Schwinger bekommen und dann liegen die Zähne von Messi ganz schnell auf dem Boden. Und ich denke, mit dieser Aussage hat sich Fury auf jeden Fall nicht gerade beliebt gemacht, denn wirklich Sportler aus aller Welt supporten Lionel Messi. Wir wissen alle, Messi ist ein Weltstar und im Gegensatz dazu ist Canelo wirklich nichts, ja. Und man muss Messi einfach wirklich auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei sehen. Zlatan Ibrahimovic beispielsweise hat sogar ganz klar Canelo gedroht und meinte hier auch, sollte er Messi anfassen, würde er direkt danach sterben, ja. Also er könnte sich als nächstes dann im Afterlife wiederfinden, ne. Also ganz klar und deutlich hier eine dicke Message an Canelo. Wir alle wissen, Zlatan auch ein Kung-Fu-Ass, der natürlich viel Taekwondo und Kung-Fu gemacht hat. Ob es für einen Canelo reichen würde, weiß man nicht. Zlatan ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Ibrahimovic, Abi, darf man sich auf jeden Fall nicht wegdenken an dieser Stelle. Darüber hinaus gibt es aber noch sehr interessante Dinge, die ein Mike Tyson zu der ganzen Thematik geäußert hat. Denn Mike Tyson ist ein Verfechter des Boxsports, darüber hinaus ein Riesenfan von Lionel Messi und hat hier eine ganz klare Message an Canelo Alvarez geschickt, wo Ibrahimovic auch noch sagte, man kennt Canelo nur, weil er die Niederlage von Floyd Mayweather eingesteckt hat, ansonsten kennt man ihn gar nicht und seine Legacy ist Müll, sagt er hier. Mike Tyson sagte über die Canelo-Messi-Thematik folgendes, jemand, der Canelo heißt, droht also Messi, ja, und wenn er sich nur vorstellt, ihn wirklich anzufassen, muss ich wirklich zurück in den Ring kommen und das in ein paar Jahren, denn ich brauche eine Weile, um mich vorzubereiten, so interpretiere ich das hier, aber er darf auf jeden Fall Messi ganz bestimmt nicht anfassen, denn Canelo hat auf jeden Fall nicht das Recht, irgendwas in Richtung Messi zu machen. Messi ist ein sehr respektvoller Typ, sagt er ebenfalls noch. Und er weiß gar nicht, wie diese Thematik läuft in den Umkleidekabinen. Da liegen alle Trikots auf dem Boden. Insofern soll er da nicht so eine große Sache draus machen. Aber anzufassen hat er ihn ganz bestimmt nicht, sonst kriegt er es mit mir zu tun, sagt er hier. Verrückte Sache. Mike Tyson ist on fire. Ibrahimovic ist on fire. Fury unterstützt Canelo. Aber ja, schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.